Schon als Kind hab ich jeden gegrüßt, sogar die Fremden im Ort. Und wenn ich's mal vergessen hatte, wusste's Mama sofort. Mittlerweile kenn ich jeden Baum beim Namen. Jede einzelne Fichte erzählt ja eine Geschichte. Ich hab ja alles erkundet, ich kenn das beste Versteck. Jeder von hier weiß mehr Wege als Google Maps. Hier lernt man noch, wie Laternen ausgetreten werden. Anstatt drinnen zu hocken, gingen wir Fußball zocken. Ich wohne auf dem Land, hier gibt's kein Handyempfang. Dafür hat jeder ein Haus mit Garten, frische Luft zum Atmen. Hier ist das Leben entspannt, ich wohne auf dem Land. Hier gibt's kein Handyempfang. Dafür hat jeder ein Haus mit Garten, frische Luft zum Atmen. Hier ist das Leben entspannt. Der Bürgermeister ist der Präsident vom Heimatverein. Jeder zweite hier im Dorf hat einen Traktorführerschein. Man kauft hier keine Marmelade, die wird selbst angekocht. Und bei jedem Event gibt es ein Glas als Präsent. So ist es. Autofahren habe ich auf dem Feldweg gelernt. Doch vom Führerschein war ich da noch Welten entfernt. Hier steigt man niemals in den falschen Bus ein, weil es nur einen gibt. Und ist der erstmal weg, tja, dann hast du halt Pech. Ich wohne auf dem Land, hier gibt's kein Handyempfang. Dafür hat jeder ein Haus mit Garten, frische Luft zum Atmen. Hier ist das Leben entspannt, ich wohne auf dem Land. Hier gibt's kein Handyempfang. Dafür hat jeder ein Haus mit Garten, frische Luft zum Atmen. Hier ist das Leben entspannt. Noch Wert auf das Traditionelle. Ist der Jugendtreff die Bushaltestelle? Kann man seinen Nachbarn vertrauen? Gibt's die schönsten Frauen? Ich wohne auf dem Land, hier gibt's kein Handyempfang. Dafür hat jeder ein Haus mit Garten, frische Luft zum Atmen. Hier ist das Leben entspannt. Ich wohne auf dem Land, hier gibt's kein Handyempfang. Dafür hat jeder ein Haus mit Garten, frische Luft zum Atmen. Hier ist das Leben entspannt.